Okay. Oh, diese Maus. So, in jedem Fall können wir jetzt erstmal hier die Strömung nach unten ziehen. Und damit sollten wir jetzt mit dem Boot wieder gemütlich durchkommen können. So, Luna, du bist wieder dran. Muskelarbeit. Wunderbar. Das läuft doch. Aber wir haben schon lange keine Einsicht mehr gefunden, keinen Kultureinblick. Kann es sein, dass wir einen verpasst haben? Als die beiden Brüder den See erreichten, sagte der eine Bruder zu dem anderen: Steige in das Wasser, die Maus lebt irgendwo in dem See. Dort sitzt sie und beobachtet den See. Und weiter geht's. Ist halt mal eine ganz andere Art und Weise, als das noch in dem Hauptspiel der Fall war. Hier haben wir gar nichts mit der Bola zu tun, mit Nuna eigentlich, sondern wirklich nur mit diesen Eisblöcken, und dadurch haben wir auch eine ganz andere Art von Rätseln zu lösen im Prinzip. Eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Oh oh. Na, alles klar, ihr zwei? Ich glaube, jetzt wird's ernst. Okay, das sollten wir nicht tun. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich dachte es mir irgendwie schon fast. Gut, dann schwimmen wir vielleicht mal über der Maus lang. Das wäre dann vielleicht ganz ratsam. Was ist das für eine Maus? Die frisst Menschen. Oh Gott. Das war ja unfair jetzt. Also sorry, Leute, aber das war echt gemein. Damit kann doch keiner rechnen. Beziehungsweise, wie hätte ich das denn jetzt noch aufhalten sollen? Ich kann ja nicht beide steuern. So, komme ich denn hier lang? Ja, komme ich. Sehr gut. Dann wechseln wir mal auf Fuxi und ziehen mal das Ding ein bisschen nach oben. Ah, sehr gut. Können wir der dicken Maus mal ein bisschen in die Parade fahren. Gleich nochmal. Oh, nicht doch. Nicht da rein. So. Ah, hier brauche ich vielleicht mal Nuna. Das wäre vielleicht ganz nützlich. Nicht zu weit. Oh Gott. Muss man ja mal Angst haben, dass man in die Maus reingefeuert wird. Okay. Hilft uns das schon? Nee, ne? Habe ich mir fast gedacht. Dann muss Fuxi mal wieder ran. Ja, ja, du fette Maus. Verzieh dich. So, dann lenken wir das einfach mal nach unten. Ich hoffe, Fuxi bleibt, wo er ist. Können wir ihr das auch auf den Kopf werfen? Das ist gemein. Das finde ich gar nicht okay. Gut, dann sollten wir das vielleicht nochmal hochstellen. Und müssen halt wieder so eine kleine Timing-Geschichte machen. Ach, Fuxi, du musst da nicht gleich mitschwimmen. So, dann mache ich erstmal mit ihm wieder hier rüber. Jetzt ist Nuna dran. Und jetzt wieder Fuxi. Genau so dachte ich mir das doch. Und Treffer. Gut. Dann müssen wir das hier bloß wieder hochstellen, vermute ich mal. Na, komm schon. Gut. Und dann müssten wir doch eigentlich hier
relativ problemlos oben lang schwimmen können, oder? Lang springen? Ich weiß es gar nicht. Probieren wir es mal. Hops. Geht. Geht. Geht alles. Gut, aber mit Fuchsi nochmal dasselbe. Wow, das war actionhaft. Okay, hier geht's weiter. Nuna, komm mit. So, wo haben wir sie denn? Schaffst du es, Nuna? Da oben ist die Maus jetzt, okay. Mann, ist die hässlich. Wahnsinn. Okay, ich glaube, wir versuchen es lieber erstmal rechts. Links kommen wir ja nicht so wirklich weiter gerade. Okay. Was? Was ist denn jetzt passiert? War der Fuchsi schon so weit drüben? Okay, ich schwimme dann vielleicht doch mal einfach hier unten lang und schau mal, was ich hier tun kann. So sollte sie uns ja eigentlich nicht schnappen können, ne? Ah, okay, wir müssen vielleicht auch mit dem Boot wieder was machen. Wird schon den Grund haben, dass das hier rumsteht. Warte. Ich muss doch auch noch rein. So, jetzt kann es weitergehen. Okay, schon besser. Halt! Ach Mist. Mal wieder die Rübe eingehauen hier. Ach, darf ich auch nicht. Dann ist es sofort vorbei. Schädelhirntrauma, tot, vorbei. Geschichte, vorbei. End of story. Gut, dann machen wir das doch einfach mal mit einem Sprung, der nicht funktioniert. Das ist auch okay. Warum nicht? Vielleicht sollten wir auch einfach ins Wasser springen? Ich bin mir nicht sicher gerade. So, ich meine, durch die Stromschnellen werden wir so oder so ziemlich fix jetzt, ne? Hops, nein, es geht. Ach, das ist der Schwanz. Das war der Schwanz von dem Vieh. Na gut, das war speziell. Neuer Versuch. So, wir müssen mal wieder ein bisschen für Ablenkung sorgen mit Fuchsi. Komm mal her, mein kleiner Geist. Das ist in Ordnung, genau. Geh mal dahin. Halt! Okay, machen wir das vielleicht anders. Fuchsi? Kann ich dich mal kurz dazu überreden, hier nochmal den Geist zurückzuziehen? So ungefähr? Dann können wir mit Nuna nämlich schon mal hierhin gehen. Eventuell, wenn wir den Sprung schaffen zumindest. Nein, können wir nicht. Schaffe ich den Sprung nicht mit Nuna? Das ist aber komisch. Hops. Doch, das geht wohl. So. Und jetzt kommen wir auch an den Schwanz. So, rein in das Boot und weiter geht's. Achso, wir sollten vielleicht auch die Strömung wieder zurückschalten. Nee, nee, geh schon raus aus dem Boot. Das ist schon in Ordnung. Fuchsi, ins Wasser. Danke. So, einmal den Geist zurückgezogen. Und jetzt kann es weitergehen. Oh, shit. Vielleicht auch nicht. Ha. Ach du Schande. Wie soll ich denn... Wie geht denn das jetzt? Ach so, so verzieht sie sich ja auch, genau. Na gut, dann kommt Fuchsi hoffentlich hinterher geschwommen. Sehr gut. Kommen Sie rein in die Hütte. Okay, weiter. Wir sind dabei. Diese Maus schreckt uns nicht. Oh.
das könnte ein bisschen komplizierter werden. Na gut, probieren wir es doch mal. Lassen wir uns auf die wilde Kletterpartie ein. Das war jetzt fies. Gerade als ich in der Nähe vom Schwanz war. Okay, ich glaube, ich sollte jetzt gerade nicht nach oben springen, oder? Sieht mir zumindest stark danach aus, als ob das relativ ungesund werden könnte. Ich probiere es trotzdem mal sehen, was passiert. Nee, es geht. Okay, alles gut. Ach so, aber wir müssen natürlich auch... Das ist ja ein Eisblockgeist hier sozusagen. Komm, schmeiß runter. Das bringt mir aber auch nichts, ne? Kann ich mit Fuxi vielleicht hier irgendwas machen? Oh Mist. Okay, wir hopsen noch mal ein bisschen durch die Gegend mit dem Fuchs. Vielleicht kann er uns hier drüben irgendwie behilflich sein, bei einem Geist, den wir momentan noch nicht sehen oder so. Muss ja einen Grund geben, dass wir hier noch weiterkommen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht so richtig, wofür der Eisblock jetzt da ist dabei. Achso, sie verzieht sich dann wieder und kommt irgendwo anders raus, wa? Wo ist sie denn? Dort. Okay. Aber was können wir mit dem Eisblock machen dabei? Das ist die große Frage gerade. Leuchtet mir noch nicht so richtig ein. Ich meine, Fuxi kann sich ja nicht an den Schwanz von dem Vieh hängen, ne? Nein. Kann er nicht. Okay, das ist kompliziert. Wahrscheinlich ist es gar nicht so kompliziert und ich komme bloß nicht drauf. Was bringt uns das, ist die Frage. Eigentlich gar nichts, oder? Ich weiß auch nicht, warum der hier unten in der Stellung ist, denn das hilft ihm eigentlich nichts. Achso, warte mal, wenn er jetzt so nach drüben guckt. Probieren wir es jetzt nochmal. Ach, siehst du mal, unten gibt es noch Eisblöcke. Okay, nee, das funktioniert nicht. Wenn es unten noch Eisblöcke und Geister gibt, dann machen wir das doch einfach mal so. Das habe ich gar nicht realisiert vorher. So. Passt das? Nee, ne? Ach shit, ich sehe schon, ich sehe schon. Wir müssen mal wieder eine Timing-Angelegenheit hier regeln. So, ich schwimme schon mal mit dem Fuchs nach unten. So, so geht's doch. Wunderbar. Und dann können wir den Geist hier noch ein Stück weiter durch die Gegend ziehen. Okay, jetzt ist die Maus hier weg. Und jetzt sollten wir doch ihren Schwanz packen können, oder? Schauen wir mal. Fuxi, komm mal hoch. Ich würde gern was sehen vom Schwanz. Hops. Läuft. Oh, das muss mir noch jemand sagen, dass er alles zusammenbricht. Wenn ich das gewusst hätte. Oha, jetzt aber schnell. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Hier ist was los. Ich glaube, für die Maus geht's gleich zu Ende. Sorry. Anna Huding, Asin Katagala Roman, Uyang Nin,
aglan awengakpak kiviruk imerme ase matukka hone ukak tome kepalomin iyak tulla pa hoding angilya mon ollak tut akilek khakhlugo awengakpak iglingarmin kubaitcha hotik pakannegat ilan norating annak simaromin Die Maus, ja. Wie schön. Alles geht gut aus. Nur die Maus hat leider, die große Maus hat leider Pech. Und wir haben einen weiteren Einblick erhalten. Kepalami nal ramun. Sekubin lepak lu kepalok teman na. Uvona unipkak takna panigum ukoti sukanga. Und damit enden auch die Fox Stories von Never Alone. Ein Video ist mir mal wieder entgangen, das werde ich gleich nochmal suchen müssen. Ich vermute mal, das wird wohl in der Passage vor dem Endkampf gegen die große Maus sein. Werden wir noch finden und dann werden wir uns die beiden Videos, die wir noch haben, nacheinander noch anschauen. Mal sehen, was da noch so rauskommt. Und ich würde sagen, mein Fazit werde ich dann danach erstmal loslassen. Und ich werde euch natürlich auch zeigen, wo ich dieses eine Video noch finde, wenn ich es denn finde. Beziehungsweise, ich werde es sicherlich finden, ich muss bloß ein bisschen suchen. Werden wir mal schauen. War jetzt halt natürlich eine sehr kurze Angelegenheit, das DLC. War auch nicht mit zu rechnen, dass es jetzt ultra lang wird. Schließlich war das Hauptspiel für Never Alone jetzt auch nicht so lang. Also, ich glaube, 10 Folgen hatte ich ja für das Hauptspiel, ne? Und hier werden wir jetzt vielleicht auf... keine Ahnung, 4 kommen oder sowas? Ich weiß es nicht, sodass wir insgesamt bei 14 vielleicht sind. Ist halt insgesamt ein relativ kleines Spiel, aber finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde schön, dass es noch mehr Kultureinblicke gibt und noch mehr Geschichten, die erzählt werden, weil das einem die Kultur noch ein bisschen näher bringt, die ich doch sehr sympathisch finde, muss ich zugeben. Weil sie eben ganz ähnlich den Indianervölkern in Nordamerika eine sehr große Naturverbundenheit haben und eine sehr interessante Art von Mystizismus, mit dem sie sich die Verbundenheit von Mensch und Natur dann näher bringen und erklären. Und das ist eigentlich ziemlich schön, finde ich. Und ist auch mal eine andere Art von Geschichten letztendlich, ne? Die Geschichten, die man sonst so kennt, die verlaufen halt meistens nach einem relativ ähnlichen Muster, weil sie eben aus den gleichen Kulturkreisen irgendwo stammen, letztendlich ursprünglich. Aber das sind halt mal andere Kulturkreise und damit auch andere Geschichten, wo man sich halt auch ein bisschen umgewöhnen muss von der Art her. Also gerade im Hauptspiel war das ja mit den Polarlichtern, die eigene Einheiten sind, also im Prinzip Geister mit einem eigenen Willen, wenn man so will. Oder auch der Fuchsgeist, der aus dem Fuchs dann hervorgegangen ist. Ich fand es übrigens sehr schön, dass wir jetzt wieder Fuchsi als Fuchs hatten. Denn ich habe Fuchsi als Fuchs sehr gemocht. Auch wenn es hier natürlich eigentlich in der Ursprungsgeschichte um zwei Brüder ging. Aber finde ich ja gar nicht so schlimm. Ich meine, das war ja bei dem jetzt eigentlich egal bei der Geschichte. Es war eigentlich völlig unerheblich, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Sie mussten ja eigentlich nur Kameraden sein letztendlich. Und das sind Nuna und der Fuchs auch. Damit passt das ja wieder. So, und jetzt lasse ich aber mal die Credits noch kurz durchlaufen und melde mich dann wieder, sobald ich das eine Video noch gefunden habe. Eigentlich habe ich jetzt schon die ganze Zusammenfassung, das Fazit übernommen. Naja, gut, egal. Also wie gesagt, ich melde mich gleich nochmal.
So, da sind wir wieder auf dem Fluss. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an diese Stelle, an der ich doch ein bisschen gebraucht habe. Und auch hier ist noch was zu finden, nämlich die Eule. Die eine, die wir noch gesucht haben, die finden wir genau hier. Dazu müssen wir mal hier rüber schwimmen. Hier gibt es noch weitere Geister, die uns Steinchen oder Eisblöcke zuwerfen. Ich weiß nicht genau wofür, ehrlich gesagt. Aber ist auch völlig egal. Ich glaube, wir müssen mit dem Fuchs hier ran. Denn dann machen wir das mal so und mal so. Und schon sind wir bei der Eule, die wir hier oben haben. Der Versorger. Damit haben wir jetzt alle Eulen gefunden. Ich weiß wirklich nicht, wofür die Eisblöcke hier noch sind, die es hier oben noch gibt. Keine Ahnung. Ist auch völlig egal. Wir schauen uns noch die beiden Videos an, die wir jetzt noch haben. Der Versorger und Respekt für alle Dinge. Und dann bringen wir das Ganze auch zu einem Ende. Ich werde aber mal dazu ins Hauptmenü schon mal gehen. Einfach nur, weil ich es kann. So, und dann schauen wir uns die beiden Kulturaugenblicke noch an. Der Versorger als erstes. Where's my dad? Picture of my dad. Opa Willy, my grandfather Willy, he was a respected hunter. So he was the provider for the large family. My father embodied all the Inupiaq values. He used them all as much as he can every day. And he loved to talk to people. He shared a lot of stuff that he got from out, whether it be out in the ocean or on land. He shared with people. We all loved him because he treated us with respect, all of us kids. When we followed him, when I started to follow him with John to go hunt out in the ocean out here, he would talk to us while we're hunting and point things out to us. You know, how to expect things, how to do things out in the country, or... It teaches how to set traps, where to put the traps, how to bait them. My dad was born and raised in Selwick. He grew up in springtime and summertime using a kayak. And they can go on days on a kayak. So he taught us all that about hunting seals, bearded seals, and then hunting beluga also. You know, he showed us how. I never forget my dad. Every time he said something, I honor what he say. I remember he'd wake me up after early in the morning, 5 o'clock, and it's still dark. He'd kiss me in his cheek, wake me up. I remember he said, "Bye, John, you behave now." I'll never forget that. So one day he did that. He said, "If anything happened to me, I want you to take care of Mom," like I did. But I see the affection there and the bond he had with me. He taught me. Finde ich schön, auch mal eine Respektsbekundung gegenüber dem Mann, der die Geschichte, die wir hier in den Foxtales erleben, überhaupt erst übermittelt hat. Und scheint ja ein angesehener Mann gewesen zu sein. Durchaus mit Recht, wie es scheint. Finde ich okay, dass man nochmal sowas reinbringt. So, und damit kommen wir zum letzten Video. Wahrscheinlich mal wieder so ein Abschluss, der noch so ein bisschen versöhnliches Ende bringen soll, wie das auch im Hauptspiel war. Der Respekt für alle Dinge. So to really reinforce Inupiaq values, the things that our elders identify that's important to them, we really thought of respect for all things. Respect for the animals in particular in this case. And so we've added a prelude to the story. An experience with a little mouse is where Nuna and Fox, they forget to respect this little mouse. Something that my Uncle John just told us is that you only go after animals if you intend to use it for food. You don't play with it. You don't mess around with it or tease it, even if it's all in fun. Well, once Nuna and Fox defeat the giant mouse, that's when they learn their lesson, where the mouse comes back to them, their little mouse, their friend. And this story, really, it's about respect for all things, respecting all animals all the time, never forgetting to respect them. And that's an essential Inupiaq value. It's one of the key things that our elders always talk about. Tja, leider wird da heutzutage
in den westlichen Kulturen nicht so viel Wert drauf gelegt. Ich hatte es ja schon mal im Hauptspiel angesprochen. Ich finde es zum Beispiel grausam, dass Tiere als Ding angesehen werden im rechtlichen Sinne. Und es hat ja auch einen ganz aktuellen Bezug, wenn wir an den Löwen denken, der in Botswana in dem Naturschutzreservat getötet wurde von diesem absolut dämlichen Zahnarzt, der der Meinung war, seinen Penis verlängern zu müssen, indem er einen Löwen schießt. Ich hasse solche Leute, ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht, wie man so sein kann, wie man irgendwo hingehen und ein Tier erschießen kann, nur weil es groß ist und mächtig aussieht. Was soll denn so ein Scheiß? Ganz ehrlich, solchen Leuten, vor allen Dingen die Art und Weise, wie, wenn ich nur dran, das regt mich auf, die haben dem Löwen mit der Armbrust eine Wunde zugefügt und haben ihn dann zu Tode gehetzt, bis er nicht mehr konnte, um ihm dann den Gnadenschuss zu geben. Wie abartig im Kopf muss man denn sein, um sowas zu machen? Das verstehe ich nicht. Naja, also völlig zu Recht ergießt sich ja ein Sturm der Entrüstung im Internet über den Kerl. Ich hoffe, den verknacken sie richtig schön. Momentan ist er ja auf der Flucht. Auf jeden Fall hat er sich damit sein Ansehen in der Öffentlichkeit komplett versaut. Das ist auch richtig so. Solche Leute haben das verdient. Und leider wird es die wohl immer geben, befürchte ich. Und leider werden solchen Volltrotteln auch irgendwann die gefährdeten Tierarten, die es in Afrika gibt, wo ja auch einige Wildtiere mit dazugehören, die man als selbstverständlich für Afrika ansieht eigentlich, irgendwann aussterben, fürchte ich. Naja, aber wir sehen hier in der Kultur ist das ein bisschen anders und ich wünschte mir, es würde in unseren Kulturkreisen einen ähnlichen Respekt nicht nur für Tiere, sondern auch für die Umwelt geben. Der ist leider nicht da. Es geht ja auch schon los, ne? Respekt für alle Tiere heißt zum Beispiel auch Respekt gegenüber Insekten. Könnt ihr euch ja mal selbst fragen, habt ihr Respekt gegenüber Insekten? Auch welchen, die ein bisschen eklig aussehen vielleicht? Tötet ihr die? Oder Spinnen zum Beispiel, tötet ihr die? Oder bringt ihr sie raus? Also ich nehme meistens ein Glas und schaffe sie raus. Zum Beispiel. Ich finde, das gehört genauso dazu, wie den Respekt gegenüber größeren Tieren, niedlicheren Tieren, präsenteren Tieren. Der Respekt für alle Dinge und für die Umwelt insgesamt erfordert auch sowas letztendlich, ne, wenn man konsequent ist. Na gut, damit möchte ich es jetzt aber auch belassen. Wir haben uns alles von den Foxtails angeschaut. War nochmal eine schöne Reise mit Nuna und dem Fuchs. Fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Und ich hätte nichts dagegen, wenn noch ein DLC rauskommen sollte, dann werde ich das auch wieder mit euch spielen. Und damit möchte ich es an der Stelle jetzt aber erstmal belassen. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen und vielleicht wird es ja auch noch weiter gut gefallen, wenn doch nochmal ein weiteres kleines DLC rauskommen sollte, noch eine weitere Geschichte. Kann ja durchaus sein. Die Inupiat haben bestimmt noch viel zu erzählen, denke ich mal. Gut, damit verabschiede ich mich jetzt aber erstmal. Macht's gut, haut rein und bis bald.